Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 2 Video. Heute nehme ich mir die Elster vor, die möchte ich euch kurz mal vorstellen. Eine weitere goldene Waffe aus den Loot Drops, wie die Mastiff und die Crabber. Ich möchte euch auch einen Trick zeigen, wie man in-game ein bisschen schneller oder leichter an die Elster kommt. Ist vielleicht dem einen oder anderen noch nicht aufgefallen, dass es, wenn man aus dem Jumpship rausspringt, ein Detail gibt, was vielleicht der ein oder andere übersehen hat. Ich möchte euch zuerst die Elster mal im Trainingsmodus so ein bisschen vorstellen und zeigen, wie die sich so spielen lässt. Danach zeige ich ein paar Live-Szenen aus meinem Livestream von vor 2 Tagen, wo ich einen Countdown gestartet habe in Season 2. Möchte mich natürlich auch nochmal bei den Leuten bedanken, die das so zahlreich eingeschaltet haben. Neue Abonnenten, Donations waren am Start, der Chat wurde voll geballert mit allem möglichen Zeug. Danke nochmal dafür und nach dem Intro geht's jetzt direkt mit dem Trainingsmodus los. Where's my money, bitch? So, damit herzlich willkommen im Trainingsmenü. Ich habe die Waffe hier schon mal an dem Stand für diese Waffen ausgerüstet. Ich zeige es euch mal kurz hier optisch. Ich finde die Waffe auf jeden Fall absolut sexy. Und wie gesagt, nach dem Trainingsmodus zeige ich euch mal kurz, wie die live agiert. Die Waffe hat wie gesagt 40 Schuss im Magazin und eine 80er Reserve. Es gibt keine Munition nachträglich zu finden, es sei denn, ihr findet die Waffe nochmals im Spiel aus einem Care Package oder von einem Gegner. Besonderheit ist jetzt schon mal, dass ihr einen Überhitzungsschutz habt. Wenn ihr jetzt hier auf die 40 auf der Waffe selber guckt, habt ihr so eine kleine Anzeige. Das ist der Überhitzungsschutz. Ihr könnt nicht Dauerfeuer draufrotzen. Ich zeige euch das jetzt mal. Und spätestens dann, wenn nur noch 18 in der Reserve sind, ist vorbei. Danach wird die Linse getauscht, was ich auch schon mal berichtet habe. Und danach, also am besten würde ich euch empfehlen, immer in Feuersalven so ein bisschen zu schießen. Das ist auf jeden Fall besser und präziser, denn es fällt auch auf, die Waffe hat einen extrem hohen Rückstoß, wie ich finde. Also mit ein bisschen Übung ist der auf jeden Fall zu kontrollieren. Auch aus der Hüfte ist die Waffe echt mega, mega heftig. Und was ich am geilsten mitunter bei der Waffe auf jeden Fall finde, ist der Sound. Die Schüsse sind so extrem basslastig. Zieht euch das jetzt mal ganz kurz nochmal in Ruhe rein. Finde ich absolut enorm. Meiner Meinung nach einer der geilsten Waffen im Spiel jetzt überhaupt. Ich muss aber sagen, ich finde, es ist keine gute Fernkampfwaffe. Nahe und mittlere Distanzen, ich sage mal so, das ist so grob meine Nähe, wie würde ich jetzt mal beschreiben. Und wenn ich jetzt mal da hinten, wo ich hinvisiere, da kann man zwar immer noch präzise schießen, aber die Schüsse sind verhältnismäßig langsam. Sie machen auf jeden Fall auch einen hohen Schaden pro Treffer. Und ich möchte euch jetzt mal aus meinem Livestream ein paar Live-Action-Szenen zeigen, wie heftig der Schaden auf den Gegner wirkt. Da habe ich einen Nahkampf ungefähr aus der Distanz. Ich rotze den Gegner so schnell weg, das ist absolut unglaublich. Wir sehen uns jetzt bei den Live-Bildern wieder. So, wir befinden uns jetzt in dem Livestream. Ich muss mal hier das Headset absetzen und ich möchte euch erstmal den Trick zeigen, wie man leicht an eine Elster kommt. Haben einige vielleicht nicht mitbekommen, das wurde nämlich geändert. Ich lasse jetzt mal meine Kamera, meine Facecam hier weg. Das ist hier die Kamera vom Livestream. Und zwar während des Starts in die Runde, so wie das jetzt hier aussieht, starten 2 bis 3 Loot Drop Boxen, die ihr von der Ferne schon seht. Jetzt achtet mal genau. Und wenn ihr zu einer dieser Loot Drop Boxen fliegt, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass ihr die Elster findet. Jetzt passt mal genau auf. Hier kommt das erste Care Package, dann ist hier noch eins. Und jetzt landen wir direkt auch hier schon. So, ich spule hier mal 30 Sekunden vor. Ups, das war zu weit. Wir landen direkt das erste Mal an so einem Care Package. Und was sehe ich da? Ich habe sofort die Elster. Absolut geile Geschichte. Also das ist von mir ein Trick für euch, wie ihr die Elster mal ganz schnell bekommen könnt. Und jetzt zeige ich euch noch 1, 2 Szenen, wo ich ein bisschen mit der Waffe rumrotze. So, an der Szene möchte ich euch mal ganz kurz in einem extrem heftigen Nahkampf,
Also heftig war der Nahkampf jetzt selber nicht, aber ich bin so nah an dem Gegner. Jetzt zieht euch einmal rein, wie schnell mein Gegner down ist und vor allem beobachtet mal, wie heftig der Schaden ist. Und meine Reaktion ist auch sehr, sehr witzig. Ich finde keine vernünftige Waffe, Alter. Achtung, jetzt kommt's. Kletter doch hoch, du kleines Luder. Erster da. Oh mein Gott, der Schaden ist so krank. Alter, ist das krank. Ich geh krachen. Ist das heftig. Und mein Schild heilt sich. Ich liebe es. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch zur Elster zeigen wollte. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben, wie ihr diese Waffe findet. Ich finde sie auf jeden Fall ultra heftig. Es ist natürlich sehr, sehr krass, wenn man die Möglichkeit zum Start, wenn die Runde beginnt, sich schon zu so einem Care Package begeben kann und die Elster gleich aufheben kann, ist das natürlich richtig krass. Ich bin mal gespannt, ob das so bleiben wird oder ob sich die Community beschwert, dass das zu einfach ist und dass das wieder gepatcht wird. Ich finde das von Anfang erstmal nicht schlecht, aber wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr regelmäßig bei Apex Legends Season 2 und auch in den kommenden Seasons auf den Laufen gehalten werden wollt. Wenn ihr das Video jetzt gerade relativ zeitnah nach Erscheinen schaut, gibt es heute so, ich denke mal ab 15, 16 Uhr noch einen Livestream, so bis 20 Uhr. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.